Ich lese den letzten Absatz aus dieser ausführlichen Urkunde. Die evangelische Kirche in Deutschland ehrt in Kardinal Lehmann einen Zeugen der christlichen Wahrheit, der dialogbereit und verständigungsorientiert für die Einheit der Christen eintritt, der mit großer Beharrlichkeit für das Reformationsjubiläum als ökumenische Chance geworben hat und der durch sein öffentliches Wirken und seine Verkündigung Kirche und Gesellschaft seit Jahrzehnten prägt. Und nun möchte ich Ihnen die Medaille, lieber Bruder Lehmann, überreichen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Herr Bundespräsident, verehrte Schwestern und Brüder in der Evangelischen Kirche Deutschlands, hier in der St. Marienkirche und am Bildschirm, liebe Bischöfe, vor allem Bruder Heinrich Bedford Strom und Markus Tröge, hohe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Im Reigen der Feiern zum Reformationsgedenken am 31. Oktober 2017 darf gerade die erfolgte Verleihung der Luthermedaille zum ersten Mal an einen Katholiken, dazu noch einen Bischof und Kardinal, gewiss als ein außerordentliches, symbolträchtiges Ereignis verstanden werden. Es zeigt sich, dass wir 2016-17 bei aller Treue zu unserer Herkunft dieses Jubiläum mit anderen und neuen Akzenten begehen. Es ist ein großer, wichtiger Anstoß, dass wir uns darüber besinnen, welchen Weg wir besonders in den letzten 50 Jahren miteinander im Sinne eines tieferen Verständnisses und einer wachsenden Aussöhnung gehen durften, ohne dass wir den weiteren Weg vor uns unterschätzen. Ich verstehe deswegen die Verleihung dieses Zeichens als eine kräftige Ermutigung zum beherzten Weitergehen auf unserem Weg zu einer immer größeren Einheit der Kirche Jesu Christi. Wir haben viel erreicht, wenn ich vergleiche, was ich erfahren habe in meiner Jugend. Obgleich ich aus einer katholischen Familie und auch einer so geprägten Region komme, hat mich schon als Bub die Situation der Menschen in bekenntnisverschiedenen Ehen, besonders vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, immer wieder angerufen und bewegt. Im Theologiestudium entdeckte ich verheißungsvolle Hinweise für die Zukunft. Dies machte mir Mut, auf dem Fundament des mich tief prägenden Zweiten Vatikanischen Konzils in meiner Hochschullehrerzeit einen Lehrstuhl für Dogmatik und ökumenische Theologie zu gründen. Seit bald 50 Jahren habe ich im ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen mitgearbeitet und darin bis heute vielfache Verantwortung übernommen als Mitglied, als wissenschaftlicher Leiter und Vorsitzender von katholischer Seite. Viele andere Aufgaben im Laufe der Zeit kamen hinzu. Es gab wahre Fortschritte, manchmal auch Rückschläge. Auch heute darf ich sagen, es hat sich gelohnt. Gehen wir mutig weiter, wenn wir auch nüchtern im Auftrag unseres Herrn und im Vertrauen auf Gottes Geist vorangehen. Dann haben wir auch gute Aussichten. Wir sind es unserer Zeit auch schon seit langem schuldig. Und deswegen danke ich Ihnen, verehrter Herr Ratsvorsitzender, lieber Bruder Bedford Strom, über die persönliche Ehrung hinaus, für dieses Zeichen der ökumenischen Ermutigung. Ich will diese Aufgabe zum Wohl und Heil der Welt, solange es Gottes Wille ist, treu bleiben. Oder lassen Sie es mich noch besser mit Martin Luther sagen. Wir armen Sünder bitten dich und flehen dich an.
Du wolltest durch den Heiligen Geist alles Zerstreute zusammenbringen, das Geteilte vereinen und ganz machen. Du wolltest auch geben, dass wir uns zu deiner Einigkeit wenden, deine einzige ewige Wahrheit suchen, von allem Zwiespalt lassen, auf das wir eines Sinnes gerichtet seien, auf Jesus Christus. Amen.